Damit ein ganz, ganz herzliches Moin und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video hier heute auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben den 31.12.2021, Silvester, und was bedeutet das? Ja, es gibt auch wieder das kleine Feuerwerks-Live-Event in Fortnite, dieses kleine Mini-Dings. Und wir haben jetzt gerade 10.56 Uhr, die 15. Sekunde. 11 Uhr wird der ganze Schinken hier starten. Das wird dann stündlich der Fall sein, wie das die letzten Jahre auch schon war. Und genau, wir gehen dafür jetzt mal in eine Solo-Runde. Ihr könnt das auf der ganz normalen Map erleben. Das heißt, es gibt nicht irgendwie einen extra Modus dafür. Das ist ja, ne, hat sich quasi zu 2018, 19, 20 nichts geändert. Ist jetzt quasi das vierte Mal. Wird ungefähr so Pi mal Daumen, ja, 30 Sekunden bis eine Minute lang sein. Eine Minute das ganze Event, 30 Sekunden das Feuerwerk vielleicht und ja, der Counter noch dazu und dergleichen. Ihr werdet es dann gleich sehen. Es kann natürlich immer sein, dass sich irgendwas komplett geändert hat zu den letzten Zeiten, aber das bezweifle ich sehr. Es sind jetzt noch genau 3 Minuten. Ja. Es ja, geht daher auch um 11 los, wenn man das so sagen kann, dadurch, dass, glaube ich, irgendwie die Laieninseln, hatte ich damals mal gesagt, oder Weihnachtsinseln, schon um 11 ne, unserer Zeit in 2022 gehen. Das bedeutet, ja, in dem ersten Land ist dann schon das neue Jahr. Das ist ja durch die ganze Zeitverschiebung, Zeitzonen-Thematik immer so ein Ding. Bei uns ist es heute Nacht und wir werden aber auch dann ja nochmal einen Fortnite-Livestream, so einen den letzten Livestream so gesehen im Jahre 2022 starten. Wir gehen jetzt mal auf einen, sagen wir mal, so etwas höher gelegenen Ort, am besten einen kleinen Berggipfel. Ja, wo wir nochmal Danke sagen und auch Tschüssi, wird es wie gesagt RDW und BR alles drum und dran geben. Vielleicht auch ein bisschen kreativ, GTA kommt dann auch irgendwann wieder, aber das wird dann dieses Jahr nichts mehr werden. Aber Real Life, und das wird heute Nacht der Fall sein, da könnt ihr euch sehr drauf gespannt machen. Ich habe nämlich eine Umfrage gestartet, ich sag das mal noch ganz schnell mit, wir haben eh noch ein paar Sekündchen Zeit. Bin extra ein bisschen eher in die Lobby gegangen, das war ja wirklich nichts irgendwie, ne? Genau. Ist nämlich so, dass... Digga, das wird saftig. Könnt ihr euch freuen. Einfach mal Glocke anmachen. Auch gerne Abo und Däumchen, falls ihr neu da sein solltet. Und dann werdet das ich... habe ich gesagt mit der Umfrage. So, ob wir einen Livestream heute Abend machen sollen, IRL, oder ein Video. Da hat Marvin an dich Grüße an der Stelle. Kommentiert beides, das können wir auch machen. Aber ich... Mal gucken, wie wir es genau... Wir machen beides, denke ich. So, wie auch immer, wir gucken uns erstmal gleich den ganzen Schinken an, für den ihr wahrscheinlich auch eingeschaltet habt. Und auch das werden wir dann im Livestream noch mit anschauen. Wird quasi, ja, kein Plan, wie oft findet das statt? Ja, 12 Mal, oder? Ne, 24, gute Frage. Also es wird auf jeden Fall öfters stattfinden, wenn das jetzt hier nicht, ne? Es geht immer jedes Jahr um die Zeit hier los. Und, genau, wir haben es jetzt noch eine Minute, dann sollte es passen. Da geht schon eher, ne. Oh, ich hoffe, dass ich jetzt nicht gekillt werde. Genau. Und findet wirklich, denke ich, genug statt. So, wo haben wir es jetzt? Irgendwo dann hier oben, glaube ich, ne? Das wurde auch schon ein bisschen geleakt, so wie es förmlich aussieht. So ein klein wenig, deswegen. Aber alles weiß man halt eben noch nicht. Das ist der Punkt. So, jetzt sind jetzt noch wenige Sekunden, sollte irgendwann der Countdown aufploppen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, falls wir uns nicht nochmal sehen heute. Heute, was? ETF sollen auch noch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr zu. Jo. Geht doch schon ein paar Sekunden eher los. Jetzt kommt gleich der Countdown irgendwo. Ja. 9. 8. 7. 6. Nochmal so, jetzt sieht man es besser. Ach, und jetzt, Leute. Jo, perfekt. Boah, Junge. Das heißt, das erste Jahr ist jetzt in 2022. Gott sei Dank kann man das gerade nicht schießen. Oh, das sieht viel größer aus irgendwie. Alter Falter. Es ist irgendwie... Entweder durch die PS5-Grafik. Ich habe keinen Plan. Aber sieht futuristischer aus als damals. Kein Plan. Das ist ein Pembel ran, gut, das ist mir egal.
Bin ihr der beste Spieler, Kappa. Gut, Leute, in dem Sinne, wie schon gerade gesagt, gerne Abo, Like, Glocke droppen. Um nichts zu verpassen, würde ich mich sehr freuen. Auch gerne auf den Zweitkanal, auf Kanal ReLife Kanal, Basti, mein Bruder, Flore FOM Kanal. Generell alle Channels, die auf meinem Kanal bei Kanäle/RMänner verlinkt sind. Auch gerne den Community-Tab abchecken, das wird an der Uhrzeit, falls wir mal eine Planänderung haben, aka der Newsletter. Und ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Tag. Genießt heute Abend das, ne, Event, je nachdem, also auch im ReLife. Ich werde euch noch ein bisschen dazu auch, ne, bekleiden, sagen wir mal so. Ihr werdet dann schon sehen, was ich meine. Bleibt gesund, macht es nicht gut, macht besser, liebe Grüße auf Lori. Und wenn es irgendwas gibt, schreibt mich gerne in die Kommis an. Bei Fragen vielleicht auch noch Ergänzungen, aber auch gerne auf Instagram, dem Chat, wenn wir live sind, oder auf Discord. Da ist auch nochmal der Link drin. Checkt auch gerne meine ab. Und wie gesagt, auch gerne nochmal das YouTube-Rewind. Da habe ich auch nochmal für wichtige Worte gesagt. Diesen Jahres meinerseits. Genau, und ich danke euch, wie gesagt, ganz herzlich für den Support. Ist dann quasi jetzt auch hier das letzte Video in dem Jahr. Es ist so. Ist immer so, ne? Ist so krass, wenn man dann so Abschied nimmt. Aber es war top. Leute, ich danke euch und wie gesagt, rutscht gut rein. Aber ich denke, wir sehen uns nochmal. Aber trotzdem wünsche ich euch schon mal doppelt halt dann in dem Sinne auf jeden Fall besser. Gut, Leute. Euer Flori. Macht's gut. Ich hoffe, hat euch gefallen. Und ich denke, mehr dazu gibt's nicht. Eigentlich grundlegend zu sagen.